Moin Moin und hallo. Wenn es mal regnen sollte, wie bei uns gerade hier, und ihr habt die Wäsche noch auf eurem Wäschereck stehen, dann ist das keine schlimme Sache. Denn der Regen hat nämlich ein sehr positives Mitbringsel. Es bedeutet nämlich, das Wasser, was hier von oben gerade auch auf mich jetzt plätschert, ist ganz weiches Wasser. Das bedeutet, dass eure Wäsche, wenn der Regen aufhört und danach ein Windzug aufkommt und dann abtrocknet, weil es wird abtropfen danach und danach abtrocknen durch den Windzug, habt ihr dort nämlich so eine Funktion, wie wenn ihr die Wäsche mit Weichspüler wascht. Das bedeutet, es ist gar nicht so schlimm, wenn es mal regnet und eure Wäsche dann nass werden sollte auf eurem Wäschereck. Wichtig ist nur, dass ihr das nicht über mehrere Tage dann da hängen lasst und es wieder nass wird, trocken wird. Deshalb, wenn es so ist, dass es ganz lange regnet, sprich einen halben Tag, eine ganze Nacht durch, gebt der Wäsche noch ein bisschen Zeit. Wenn sie trocknet, gut. Wenn nicht, ab damit den Trockner. Ihr müsst sie aber nicht neu waschen. Das ist gar nicht vonnöten. Erst neu waschen ist möglich oder nötig, wenn ihr das über 2-3 Tage beibehalten würdet, denn dann wird dort dann doch ein muffiger Geruch auf euch zukommen. Bei einem normalen Regenguss wie hier, dies ist in Deutschland der Nordseeküste fast normal, ist es gar nicht schlimm, dass die Wäsche auch beim Regen draußen bleiben kann. Und bei unserem Wind, den wir an der Nordseeküste haben, ist es nämlich so, dass nach einem Wind, meistens auch direkt nach einem Regenguss, auch ein Wind dann darauf zukommt, der dann das Trocknen wieder beschleunigt. Also merken wir uns, wenn Wäsche draußen hängt und mal ein bisschen regnet, ist nicht schlimm. Ihr solltet dann aber danach gucken, dass es trocknet. Und dann habt ihr ganz weiche Wäsche. Kleiner Tipp am Rande, wenn es danach schnell gehen soll, ab damit den Trockner, nicht wieder zurück in die Waschmaschine. Wenn es ganz, ganz nass und durchtränkt ist, solltet ihr aber die Waschmaschine kurz nehmen, einen Schleudergang durchführen, denn durch die Zentrifugalkraft wird nämlich das Wasser dann herausgepresst und danach ab damit in den Trockner. Oder, wenn es dann trocken draußen ist und windig, könnt ihr es nochmal aufhängen und dann habt ihr auch schön weiche Wäsche. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun. Jetzt bin ich aber pitschnass. Ich glaube, ich stelle mich mal in den Wind. Oder ich gehe eine Runde in die Waschmaschine und danach in den Trockner. Sun.